spricht der Johann von der Anti-NATO-Gruppe Berlin-Brandenburg. Johann? Liebe Anwesenden, es ist sehr kritisch, die Situation weltweit. Für jeden, der sich für Politik nicht so viel bisher interessiert hat, wird bilderbuchhaft vorgeführt, wie man Regime-Change durchführt. Was ist als nächstes dran? Nicaragua oder vielleicht sogar Kuba? Weltweit lassen sich die Menschen das nicht mehr gefallen. Und es ist notwendig, absolut notwendig, dass sich die arbeitende Bevölkerung und auch diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen, sich erheben, so wie in Frankreich. Und meine Solidarität gilt den Geldbesten in Frankreich. Solidarität en France, en bas Macron. Und Solidarität mit den Völkern in Südamerika. Ich habe nicht vergessen, 1973, wo Flugzeuge bombardierten den Präsidentenpalast in Chile und Pinochet getötet wurde. Und wir wollen nicht... Allende. Es wäre schön gewesen, wenn es Pinochet gewesen wäre. Leider war das nicht der Fall. Und wir erklären uns solidarisch mit Maduro und Venezuela darf nicht fallen. Es darf nicht in die Hände der amerikanischen Imperialisten kommen. Hoch die internationale Solidarität.